Ja, hallo, ich bin der Andreas. Der Auftrag lautet: Putzen Sie mit mir bitte diese stehengelassenen Wände. Ja, und dazu baue ich jetzt erstmal meine Putzmaschine auf. Und das zeige ich euch dann, wie das alles gehen soll und klappen soll. Gucken wir mal, weil man hatte mir versprochen, Starkstrom wäre da. Und das ist meist das größte Problem, dass man mit dem vorhandenen Strom vielleicht noch mal eine Kreissäge zum Laufen bekommt, und das war es dann schon. Starkstrom haben wir hier angeschlossen. 32 Ampere. Ich hatte zwar jetzt nur einen 16 Ampere Stecker drüben gehabt an dem Anschluss, aber ich habe von 16 auf 32 einen Adapter genommen und das geht dann auch. Hier haben wir einmal Hauptwasser angeschlossen und das ist dann hier für die Wasserspritze vorne, um die Wände nass zu machen. Jetzt kommt noch der Kompressor eingeschaltet. Er kommt noch rein. So, hier machen wir jetzt den Hauptstrom an. Die Maschine startklar. Kompressor ist auch schon an. Jetzt brauche ich nur einmal hier oben den grünen Knopf drücken. Dann läuft die Maschine an. Können wir loslegen. Kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Die Wände sind soweit vorgespritzt, auch mal abgezogen. Ja, aber wichtig bei der ganzen Sache ist für Außen- und Innenputz, wenn man mit der Maschine arbeitet, dass man das richtige Werkzeug hat. Und gerade auch die Spritze, die habe ich hier von putzparts24.de. Ein sehr tolles, solides Teil mit Drehgelenkkupplung. Ist sehr wichtig, ist nur zu empfehlen. Viel Spaß bei der Arbeit!